Das und mehr jetzt bei Welt der Wunder. Schau dich schlau. Wasser ist also der Motor des Lebens und bevor wir verhungern würden, würden wir eher verdursten. Wir brauchen Wasser, aber die Frage ist, wie viel davon am Tag? Das haben wir mal unseren Schau dich schlau eigenen Diplomwissenschaftler gefragt. Hallo, ich bin Diplomwissenschaftler und Top-Experte. Wie immer bin ich heute einer wichtigen Frage nachgegangen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Wasser. Wasser. Eine berauschende Flüssigkeit. Der Nektar, das Sinnbild und der Ursprung allen Lebens. Alles entspringt aus ihm. Wasser ist das Element, das Leben schafft. Und ohne das wir alle nicht hier wären. Wasser kann man auch trinken. Es hat aber auch eine reinigende Wirkung. Es kommt aus unseren Wasserhähnen und verchromt glitzernden Duschköpfen. Und dann benetzt es sanft perlend die rosane Alabasterhaut von traumhaften Traumfrauen. Worum ging's? Ach ja, Wasser. Zusammen mit meinem Assistenten John bin ich der Frage nachgegangen, wie man es am besten schafft, 3 Liter Flüssigkeit am Tag zu sich zu nehmen. Wie alle anderen Menschen besteht John zu 2 Dritteln aus Wasser. Und wie jeder andere Mensch, so verliert auch John pro Tag 3 Liter Flüssigkeit auf die eine oder andere Weise. Eine Möglichkeit, diesem Problem vorzubeugen, besteht im klassischen Vortrinken. Hierzu empfiehlt es sich, gleich nach dem Aufstehen die benötigte Wassermenge zu trinken. 2 bis 3 Liter sollten reichen. Das einzige Problem beim Vortrinken, schnell meldet sich die Blase zu Wort. Der Druck wird schier unerträglich. Ein neuer Trend aus den USA ist, seinen Flüssigkeitsvorrat immer direkt dabei zu haben. Doch Vorsicht! Unser Durstgefühl geht uns verloren, wenn wir älter werden. So kann es vorkommen, dass ältere Menschen vollständig vergessen zu trinken. Es droht totale Dehydrierung. Wie schon gesagt, beim Vortrinken immer darauf achten, dass eine Toilette in der Nähe ist. Um den Überblick über die zugeführte Flüssigkeitsmenge zu behalten, bietet es sich an, literweise vorzugehen. Das Problem hierbei, Alkohol, Kaffee oder Tee sind zwar flüssig, entziehen unserem Körper aber Flüssigkeit. Oh, ich glaube, John hat endlich ein stilles Örtchen gefunden. Was die wenigsten wissen, Obst und Gemüse haben einen sehr hohen Flüssigkeitsanteil. Aber auch alle anderen Lebensmittel. 800 Gramm Leberkäse, 275 frische Hähnchenschenkel, ein geschnittenes Holzofenbrot, eine Handvoll Hack und eine dicke rote Fleischwurst würden beispielsweise völlig ausreichen, um unseren Flüssigkeitsbedarf zu decken. Lecker. Aber es geht auch einfacher. Ich rate Ihnen, 2 bis 3 Liter Flüssigkeit gut über den Tag verteilt zu trinken. Und am besten nehmen Sie Wasser. Das ist mein Rat für Sie. Und denken Sie dran, ich muss es wissen. Schließlich bin ich Diplomwissenschaftler und Top-Experte. Also einfach nur 3 Liter über den Tag verteilt zu sich nehmen und schon ist der Körper gut versorgt. Ja, und dabei ist es fast auch egal, was für Wasser wir trinken, aber dazu später mehr, denn es ist eben nur fast egal. Die meisten trinken Mineralwasser und wie das hergestellt wird, das sehen Sie jetzt. Reines, natürliches Mineralwasser, gefördert aus den Tiefen der Erde. Tiefer als die Grundwasserschichten. Wie aber kommt das sprudelnde Wasser in die Flasche? Rund 500 Brunnen gibt es in Deutschland, fast alle an einem geheimen, geschützten Ort. Niemand soll das Wasser verunreinigen können. Hier sind wir in Süddeutschland, im Voralpenland, bei den Adelholzner Alpenquellen. Wo genau der Brunnen liegt, dürfen wir nicht sagen. Reinschauen dürfen wir auch nicht. Seit Jahrtausenden sickern Niederschläge durch die Alpen. Nur wenige Millimeter pro Tag fließt das Wasser durch das mächtige Gestein. Dadurch wird es gereinigt und nimmt wertvolle Mineralstoffe auf. Die dicke graue Schicht ist eine 40 Meter vollkommen undurchlässige Seeton-Schutzschicht. Aus 140 Meter Tiefe wird das Wasser in den Brunnen gepumpt. In diesem Haus kommt das Wasser dann zum ersten Mal an die Oberfläche. Was Mineralwasser ist, ist ganz klar definiert. Die Mineralwasserverordnung schreibt eine Abfüllung direkt am Ort der Förderung vor.
Wird das Wasser woanders abgefüllt, muss es auch anders heißen. Noch sieht dieses Wasser nicht gerade nach frischem, sauberem Trinkwasser aus. Eisenablagerungen färben es rostrot. In diesem Zustand bezeichnet man das Wasser auch noch als Rohwasser. Rund 200 Einzelprüfungen legen fest, was genau ein Mineralwasser ist. Dieses Mineralwasser hat zu viel Eisen. In diesem Hochbehälter wird es ihm entzogen. Für Trinkwasserproben flammt man zusätzlich noch den Hahn ab. Dies schützt vor Keimen und Bakterien. Nach dem Enteisen gelangt das Mineralwasser direkt in die Produktionsanlage. Hier kommen vorsortierte Kästen mit leeren Mineralwasserflaschen an. Bevor nun das Mineralwasser in die Flaschen kommt, werden diese in einem aufwendigen Verfahren erst einmal gereinigt. Zunächst schraubt eine Maschine den Deckel ab. Die bekommen eine Sonderbehandlung. Der Deckelchecker, sind auch wirklich alle Deckel ab? Nächste Station, der Sniffer. Es gibt kein Entkommen. Jede Flasche wird hier durch eine Geruchsprobe auf Restflüssigkeit getestet. Zusätzlich noch durchleuchtet. Es könnte ja sein, dass sich eine Flasche aus einer anderen Abteilung, zum Beispiel der Apfelschorle, hierhin verirrt hat. In so einem Fall kennt die Füllmeisterin keine Gnade. Die Flasche fliegt raus. Der Geschmack überträgt sich auf die Flasche. Die Flasche gibt den Geschmack als Mineralwasser ab. Und der Kunde schmeckt den Geschmack der Apfelschorle. Und weiter geht's. Vorbereitung für die Waschmaschine. Alle Etiketten lösen sich durch ein heißes Seifenlaugebad und werden aussortiert. 30.000 Flaschen laufen hier in der Stunde durch. Mehrfach durchgespült, schamponiert und klar gewaschen gibt's noch lange keine Pause. Denn jetzt kommt die schärfste aller Kontrollen. Der Inspektor. Der Inspektor ist ein Hightech-Gerät. UV-Licht, Röntgenstrahlen, Stroboskoplicht, Infrarotlicht und eine Kamera untersuchen die Flaschen auf das Gründlichste. Feinste Haarrisse im Plastik, minimalste Verschmutzungen oder sonstige Schäden am Boden oder im Flaschenhals können nur hier ganz genau analysiert werden. Erst wenn die Flaschen den Inspektor überstanden haben, geht es weiter zur Füllung. In diesem grausilbernen Eisenbehälter wird die Kohlensäure erzeugt. Das heißt, das Gas Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, wird unter Druck in natürliches Mineralwasser eingepresst. Aber halt, Kommando zurück. Gefüllt werden die Flaschen erst nach dem Labortest. Die Flasche muss einen Rütteltest über sich ergehen lassen. Damit kann die Menge an Kohlensäure festgestellt werden. Je nach Mineralwasserbezeichnung variiert der Kohlensäuregehalt. Sanftes Mineralwasser zum Beispiel hat weniger als 5 Milligramm Kohlensäure. Sogenanntes klassisches Mineralwasser hat einen Gehalt von rund 7 Milligramm pro Liter. Der Kohlensäuregehalt darf laut Mineralwasserverordnung entweder hinzugefügt oder reduziert werden. Das Ergebnis? Kohlensäuretest mit 3,5 Milligramm. Bestanden für sanftes Mineralwasser. Stichprobenartig wird das Mineralwasser auf seinen Härtegrad und damit Mineralstoffgehalt überprüft. In einer einfachen chemischen Reaktion können die wertvollen Mineralien Calcium und Magnesium nachgewiesen werden. Bei diesem Mineralwasser decken sie 10% des Tagesbedarfs bei einem Liter ab. Angaben zum Mineralstoffgehalt findet man auf der Rückseite der Flasche. Zurück in die Produktionsanlage. Die allerletzte Reinigung. Gleich daneben die Abfüllanlage in einem keimfreien Glaskasten. Jetzt erst wird die aufbereitete Kohlensäure zusammen mit dem Mineralwasser in die Flaschen gefüllt. Gleich mit dem Deckel versehen laufen die Flaschen dem Produktionsende entgegen. Pro Tag verlassen 3.000 bis 5.000 Paletten Mineralwasser die Halle. Aber stopp! Es fehlt noch der Drucktest. In diesem Sicherheitskasten wird die Flasche unter Hochdruck erwärmt. Das simuliert zum Beispiel folgende Situation. Eine Mineralwasserflasche lagert einen ganzen Tag im Hochsommer im Auto. Dabei erhöht sich der Druck in der Flasche, weil sich Wasser und Luft erwärmen und sich ausdehnen.
Wie viel Druck hält sie aus? Das Ergebnis: Die Mineralwasserflasche hätte an drei heißen Sonnentagen bei über 30 Grad im Auto liegen können, ohne zu platzen. Zum Schluss kommt der Einkäster zum Einsatz. 120 Flaschen packt er auf einmal in die Kästen. Und das war's. Ein Kreislauf von ca. 20 Minuten, bis die Flasche leer rein und gefüllt wieder rauskommt. Tja, wie das Wasser in die Flasche kommt, das wissen wir jetzt. Aber jedes Mal, wenn ich im Supermarkt stehe und Wasser einkaufen muss, weiß ich nie welches. Mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure. Viel Natrium, wenig Natrium und so weiter. Ja, es gibt eine Riesenauswahl, aber was die meisten nicht wissen, es ist gar nicht egal, welches Wasser man kauft. Denn unterschiedliche Menschen brauchen auch unterschiedliches Wasser. Welches Wasser zu welcher Zeit? Wenn Sie viel Sport treiben und viel schwitzen, verlieren Sie automatisch viele Mineralien wie Calcium und Magnesium. Die kann der Körper nicht selbst herstellen, sondern nimmt es über die Nahrung oder Flüssigkeit auf. Unser Tipp für Sportler: Wasser, das reich an Mineralien ist. Ein anderes Beispiel: Kleine Kinder brauchen viel Kalzium für Zähne und Knochenaufbau, also kalziumreiches Wasser. Kinder haben empfindliche Mägen. Viel Kohlensäure könnte zu starken Blähungen führen. Unser Tipp für Kleinkinder: Mineralwasser mit gar keiner oder nur wenig Kohlensäure. Und ein letzter Tipp: Übergewichtige sollten immer viel trinken. Das allein verleiht schon ein Völlegefühl. Manche Mineralwasserhersteller behaupten auch, Wasser mit Sauerstoff angereichert würde die Fettverbrennung ankurbeln. Wir meinen, Schaden tut es nicht. Aber Hauptsache, trinken Sie viel. 3 bis 4 Liter mindestens am Tag. Siehst du, dass man durch Wasser trinken tatsächlich abnehmen kann? Das habe ich vorher nicht gewusst. Ja, ist ganz einfach. Durch das viele Wasser wird der Stoffwechsel angeregt und man verbraucht viel mehr Energie. Außerdem, je kälter das Wasser, umso mehr Energie braucht der Körper, um das Wasser zu erwärmen. Und wenn man viel trinkt, ist der Magen voll und man ist auch satt. Ja, und außerdem kann man nie zu viel trinken, auch wenn es ja immer heißt, Wasser sparen. Denn das Trinken und Kochen, das verbraucht gerade mal 5 Liter am Tag, ist also nicht der Rede wert. Jeder Amerikaner verbraucht pro Tag 260 Liter Trinkwasser. Das ist unglaublich, das ist richtig viel. Wir Europäer sind da um einiges besser. Wir sind Spitzenmeister im Sparen, vor allem die Deutschen. Neben den Belgiern verbrauchen wir nämlich nur 130 Liter pro Tag. Das ist so viel, wie in eine ganze Badewanne passt. Das ist immer noch eine ganze Menge. Und deshalb bringe ich heute mal der typischen deutschen Hausfrau Erika Mustermann bei, wie sie noch ein bisschen was sparen kann. Mal sehen, ob sie da ist. Erika Mustermann. Wir alle kennen den Namen, aber wer ist die Frau hinter dem Namen? Frau Mustermann wohnt in einer durchschnittlichen Wohngegend mit einem durchschnittlichen Garten, fährt einen durchschnittlichen Kleinwagen und in ihrer Freizeit fährt sie durchschnittlich Fahrrad, das aber nur im Tunnel und mit Helm. Außerdem hat sie durchschnittlich 2-mal in der Woche Sex. Die entscheidende Frage: Ist ihr Wasserverbrauch auch durchschnittlich? Und können wir ihr helfen, im Haushalt noch Wasser einzusparen? Fangen wir gleich mal beim Abwasch an. Wie wäscht Frau Mustermann ab? Sparsam oder verschwenderisch? Ich sehe, Sie waschen hier ab. Da würde ich sagen, machen wir gleich mal hier kurz den Wasserhahn zu. Was glauben Sie, wie viel Wasser läuft in einer Minute durch den Wasserhahn? Puh, keine Ahnung, 2 Liter? Bisschen mehr? 4? 5, 6? Ganze 10 Liter in einer Minute, 10 solche Flaschen. Wenn Sie 5 Minuten abwaschen, laufen 50 Liter Wasser durch den Wasserhahn. Und das ist Trinkwasser, wohlgemerkt. Also wenn Sie da ein bisschen was sparen wollen, dann könnten Sie das tun, indem Sie einfach hier den Stöpsel reinstecken, Wasser reinlassen. Hier passen nämlich ungefähr 10 Liter rein. Das heißt, Sie sparen eigentlich pro Abwasch 40 Liter. Und da verdienen Sie richtig Geld, wenn Sie sparen, quasi. Denn in Deutschland kosten 1000 Liter Wasser durchschnittlich 2 Euro, also 0,2 Cent pro Liter. Wenn man also nicht unter laufendem Wasser seinen Abwasch erledigt, sondern das Becken einmal einlaufen lässt, spart man täglich ca. 40 Liter Wasser. Das sind über 100 gefüllte Badewannen im Jahr und eine Ersparnis pro Person von 29,20 Euro. Und jetzt mache ich mit Ihnen einen Deal. Sie bekommen immer das Geld in bar, was Sie im Jahr sparen würden. Mit meinen Tipps. Ist das ein Deal? Absolut. Okay, dann können Sie das schon mal hier in Ihre Spardose tun. Dankeschön. Mhm. Wenn Sie ab sofort immer das Wasser einlassen, sparen Sie halt 29,20 im Jahr. Und noch mehr sparen kann man zum Beispiel,
einer Spülmaschine. Eine moderne Spülmaschine braucht nur ungefähr 10 bis 12 Liter pro Spüler. Und es passt doppelt so viel rein wie in so ein Spülbecken. Mit einer Spülmaschine wird der Abwasch noch billiger. Wasserersparnis 4 Liter. Im Jahr kommen da noch mal über 10 Badewannen voll Wasser zusammen. Das zahlt sich aus mit 2,90 Euro. Das ist immerhin ein Milchkaffee. Gut. Der Effekt tritt natürlich nur ein, wenn man die Spülmaschine auch schön vollpackt und nicht halb voll startet. Auch beim Wäschewaschen lässt sich Wasser sparen. Wie geht's? Kleidungsstücke nicht einzeln waschen, sondern die Trommel immer gut befüllen. Oder keine Vorwäsche benutzen, wenn die Wäsche jetzt nicht so verdreckt ist. Wenn Sie diese Geräte kaufen, Waschmaschine, Spülmaschine und so weiter, dann finden Sie ganz oft Buchstaben daneben. A, B, C bis G geht das. Und das soll heißen A wie absolut sparsam und dann bis G wie gigantisch verschwenderisch. Natürlich nicht so gut, gilt aber nicht für den Wasserverbrauch, sondern für den Stromverbrauch. A bis G, Stromverbrauch. Wasserverbrauch ist extra aufgelistet in dem kleinen Handbuch oder aber bestimmt auf den Schildchen daneben. Und die sind in Liter angegeben. Bei der Spülmaschine, haben wir schon gesagt, 10 bis 12 Liter sind absolut super. Und bei einer Waschmaschine sollte es nicht über 60 Liter sein. Auch beim Thema Warmwasser kann man einiges einsparen. Wenn Sie eine Gastherme haben, wie Erika Mustermann, und Sie wollen warmes Wasser haben, dann müssen Sie einfach nur einmal kurz das Wasser aufdrehen, wieder zu. Damit aktivieren Sie die Gastherme und Sie brauchen gar nicht die Hand unter das laufende Wasser halten und warten, bis es warm ist. So sparen Sie ein paar Liter pro Tag. Also Wasserhahn nur einmal kurz aufdrehen und warten. Dann kommt warmes Wasser. Sparfaktor 14 Liter am Tag, über 5000 im Jahr. Das macht pro Person 10,22 Euro. 10 Euro und 22 Cent. Danke. Wir sind gespannt, wie viel Euro Frau Mustermann am Ende eingespart hat. Dass Deutschland zu den Wassersparern der Welt gehört, liegt nicht daran, dass wir in den Haushalten so genau darauf achten, Wasser zu sparen. Nein, sondern es liegt tatsächlich an der Industrie hierzulande, denn die gibt sich redlich Mühe, Wasser zu sparen. Nichtsdestotrotz sollten wir alle mit dem Rohstoff Wasser sehr, sehr sorgsam umgehen. Und wie Sie zu Hause noch ein bisschen Wasser sparen können und auch Geld, das zeigen wir Ihnen gleich, doch damit geht's jetzt erstmal weiter. Ja, in Deutschland gibt es einen Ort, da kann man aus verschiedenen Wassern der Welt sein Lieblingswasser aussuchen und bezahlt schon mal für einen halben Liter gleich 70 Euro. Das ist teuer, aber vorher haben wir mal einen kleinen Test gemacht. Wir wollten nämlich wissen, ob man Wasser überhaupt von Wasser unterscheiden kann. Ein Glas frisches Mineralwasser. Hat das überhaupt einen Geschmack? Rund 500 verschiedene Mineralwassersorten gibt es allein in Deutschland. Da muss es doch irgendwo einen Unterschied geben im Geschmack. Aber wonach schmeckt Mineralwasser? Wir haben den Test gemacht. Eine Ladenpassage in Berlin. 10 durchnummerierte Mineralwassersorten auf einem Tisch und es kann losgehen. Ausgewählt haben wir ausschließlich regionale und in der Gastronomie allgemein übliche natürliche Mineralwasser. Kandidat Nummer 1 entscheidet sich für ein kräftig sprudelndes italienisches Mineralwasser. Er scheint ein Kenner zu sein, kann sich aber offensichtlich nicht zu einer Meinung durchringen. Kandidatin Nummer 2 trinkt ein sanftes deutsches Mineralwasser mittlerer Preisklasse. Ein bisschen salzig oder mineralisch oder so. Also hat schon einen komischen Nachgeschmack. Nicht unbedingt mein Fall. Kandidat Nummer 1 trinkt inzwischen den 5. Becher. Diesmal mit wenig Kohlensäure. Aber immer noch kein Kommentar. Kandidat Nummer 3 bekommt ein französisches stilles Mineralwasser. Also hat zwar ein bisschen mehr Stärke, so, also ich würde sagen ein bisschen mehr Mineralien drin. Aber insgesamt ist es milder. Kandidatin Nummer 4 trinkt ein stark sprudelndes Mineralwasser und kommt schnell zum Schluss. Das ist mir zu salzig. Parallel machen wir einen zweiten Test, diesmal im Berliner Hotel Adlon. Das hat eine eigene Wasserkarte mit 42 verschiedenen Mineralwassern. Und die kommen aus der ganzen Welt. Damit hat sich das Luxushotel voll und ganz auf seine besonderen Gäste eingestellt. Denn die haben manchmal ganz besondere Wünsche. Im ersten Stock herrscht der junge Wein- und Mineralwasserfachmann Arno Stegoweit über alle flüssigen Schätze. Heute findet eine Wasserverköstigung statt. Guten
Guten Tag. Guten Tag. Ich darf Ihnen unsere Wasserkarte anbieten. Ja, danke. Bitte schön. Vielen Dank. Bitte sehr. Wenn Sie sich einen kleinen Überblick verschaffen möchten, und dann. 62 Euro für einen Dreiviertelliter japanisches Mineralwasser. Solche Preise sind hier ganz normal. Und die Gäste zahlen es auch, ohne mit der Wimper zu zucken. Was empfehlen Sie denn, wenn man viel Sport treibt? Gibt es da irgendein Wasser, das besonders gut ist? Oder? Also, wenn Sie sehr viel Sport treiben, auch meistens sehr viel schwitzen, ist ein Wasser mit einem hohen Mineralstoffgehalt immer sehr empfehlenswert, damit Sie Ihren Haushalt ausgleichen können. Ich würde dann unser Châtel d'Or empfehlen aus Frankreich. Das hat einen sehr hohen Anteil an gelösten Mineralstoffen. Dieses französische Mineralwasser war einst das Lieblingswasser von König Ludwig dem 14. So die Legende und so der Preis. Aussehen tut's wie die anderen auch. Ja, stimmt. Aber schmeckt anders. Schmeckt gut. Ja? Ja, ist nicht zu viel Kohlensäure drin, so ein bisschen perlig. Schmeckt schon gut. Sagen Sie, Herr Stegowald, Sie haben doch sehr viele prominente Gäste im Haus. Was wird denn da so am meisten getrunken? Also vielleicht würde ich da eher mal in die Richtung gehen. Also unser absolutes Promi-Wasser ist im Moment das Fidschi-Wasser. Ist das ein stilles Wasser? Das ist ein stilles Wasser, ja. Das ist der Siliziumgehalt. Kieselsäure ist sehr gesundheitsfördernd, wirkt bei Stress entgegen und soll ein bisschen die innere Jugend erhalten. Mineralwasser so teuer wie Wein, serviert in einer Plastikflasche. Kommt das Wasser immer in Plastikflaschen oder gibt es das auch in Glasflaschen? Es ist in den Ländern, die nicht in Europa liegen, meistens üblich, eben nicht mehr in Glasflaschen abzufüllen. Mhm. Je weiter südlich Sie von Deutschland wegkommen, umso mehr Plastikflaschen finden Sie vor. Also ich muss sagen, für mich, der Vittel oder Evian auch nicht festgelegt trinkt, würde ich jetzt direkt den Unterschied nicht schmecken. Gerade bei dem preislichen Unterschied, den es auch hat, das ist jetzt ein halber Liter und wie ich gerade noch mal geschaut habe, liegt es ungefähr bei 20 Euro. Dafür kann ich mit Evian meine Badewanne voll machen. Unser Verkoster scheint also keinen großen Geschmacksunterschied feststellen zu können. Zurück in die Ladenpassage. Inzwischen sind wir bei Kandidatin Nummer 10 angekommen. Sie mag keine sprudeligen Mineralwasser. Deshalb bekommt sie ganz normales Leitungswasser. Fangen wir mal an mit der Nummer 11. Leitungswasser, ja? Volltreffer. Die Dame scheint dies häufiger zu trinken. Der nächsten Kandidatin geben wir wieder das etwas teurere italienische Mineralwasser. Ich würde sagen, hier ist mehr Natrium drin. Oh, sie kennen sich aus. Wie schmecken Sie das denn? Ja, schmeckt ein bisschen salziger. Dieser, das ist zu ektisch, zu aggressiv. Ich hab's lieber säuerlicher. Und das ist zu süß, oder wie? Das ist irgendwie so dumpf. Unser erster Kandidat. Nach insgesamt 10 Bechern und 5 verschiedenen Mineralwassersorten fällt ihm beim 11. Becher endlich ein, warum er nirgendwo einen Unterschied schmeckt. Das ist schlecht zu vergleichen. Temperatur stimmt nicht. Fazit der Aktion. Betrachtet man den letzten Kandidat als Sonderfall, haben unsere Tester bei 10 Mineralwassern im Geschmack deutliche Unterschiede gefunden. Damit man dann wirklich den Unterschied probiert. Zurück zu unserer Wasserverkostung ins Hotel Adlon. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gerne etwas gehabt und zwar vielleicht nicht unbedingt etwas zu Exotisches, aber ein Wasser, das sehr eigenen Geschmack hat, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr daraus schmecken würde, aber wenn es geht mit Kohlensäure. Also ich habe ein passendes Wasser für Sie. Lassen Sie sich überraschen, da werden Sie mehr schmecken. Wunderbar. So, unser Vichy-Wasser. Aha, okay. Das Vichy-Wasser wird in der Gastronomie sehr gerne auch zum Kochen verwendet. Es hat einen sehr hohen Salzgehalt. Es gibt daher auch einige Speisen, die mit Vichy anfangen, Vichy-Karotten zum Beispiel. Die werden nur mit diesem Mineralwasser gekocht, werden dann auch nicht gewürzt, weil das Wasser einen so kräftigen Eigengeschmack hat. Dankeschön. Der erste Schluck und eine prompte Reaktion. Doch, das hat einen Geschmack. Sehr salzig, ne? Also da hat man echt so fast das Gefühl, man ist im Meer und hat so sich verschluckt, ne? Mit offenem Mund geschwommen. Ja, Sie haben hier etwas mehr als 1 Gramm gelöstes Natrium und einen relativ hohen Chloridgehalt. Diese Verbindung gibt eben dieses salzige Aroma. Mhm. Und bei vielen deutschen Wässern haben Sie Natriumgehalte unter 10 Milligramm pro Liter. Also Sie haben da das 100-fache an Salz enthalten als in anderen Wässern. Das muss deutlich intensiver schmecken.
Man merke, es gibt Mineralwasser mit Meerwassergeschmack. Das Bad Pyrmonte. Schön. Präsentiert man das immer so, wie eine Weinflasche? Selbstverständlich. Die Präsentation ist ganz wichtig. Es wird auch immer wichtiger, dass die Flaschen ein interessantes Design darstellen, weil man trinkt ja nicht nur das Wasser, sondern wenn man im Restaurant sitzt, kauft man auch die Verpackung und man möchte auch, dass man deutlich sichtbar für andere zeigen kann, was man gerade trinkt. Das fließt dann auch in den Preis natürlich, weil Entwicklungskosten dabei sind. Und eine schöne Flasche verkauft sich einfach sehr viel leichter und sehr viel intensiver als normales Wasser. Fazit unseres Adlon Mineralwassertests: Je exotischer das Wasser und je aufwendiger das Design, desto teurer wird es. Auch wenn es nur ein bisschen anders schmeckt. Wer es braucht, also ich würde nicht so teures Wasser kaufen, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Aber Wasser ist kostbar und muss gespart werden. Und die Joey hat sich mal die Wohnung von Frau Mustermann angeschaut und sich angesehen, wie man eigentlich Wasser sparen kann. Viele Gewohnheiten verschwenden enorm viel Wasser. Kaltes. Zähne putzen bei laufendem Wasserhahn, das ist der klassische Fall zum Wassersparen. Einfach während des Putzens den Wasserhahn zudrehen. Und schon spart man nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. In einem Jahr sparen sie so viel Trinkwasser, dass sie damit einen Swimmingpool füllen könnten. Und schon hat Frau Mustermann wieder Geld gespart. 29,20! Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? So, ich pack das mal in Ihre Dose. Sie können schön weiter Zähne putzen. So, alles rein hier. Klappe zu, Appetit. Sieht doch schon ganz gut aus, oder? Wassersparen im Bad, da geht noch was. Frau Mustermann, duschen Sie eigentlich lieber oder baden Sie lieber? Eigentlich duschen. Duschen? Mhm. Das ist super, denn beim Baden verbraucht man viel mehr Wasser als beim Duschen. Jetzt kann ich mal Ihren Duschkopf sehen. Bei manchen Duschköpfen kommen bis zu 20 Liter in der Minute raus. Wie lange duschen Sie? 5 Minuten oder 10? Um die 5. Eher 5? Mhm. Bei 5 Minuten mal 20 Liter sind es ungefähr 100 Liter am Tag. Das können Sie halbieren mit diesem Sparduschkopf. Der lässt nämlich nur noch 10 Liter pro Minute durch. Wollen wir den montieren? Okay, geht kinderleicht. Das Austauschen Ihres alten Duschkopfes durch einen neuen Sparduschkopf lohnt sich. So verbrauchen Sie bei jedem Duschen 50 Liter Wasser weniger. Mit dem Geld, das Sie so übers Jahr sparen, können Sie sich gleich zweimal einen Sparduschkopf kaufen. Bitte schön. Super. Und den Duschkopf kommt wie gratis dazu. Danke. Auch kleinste Wassermengen summieren sich übers Jahr. Ein tropfender Wasserhahn ist der Wolf im Schafspelz. In jeder Sekunde fällt hier ein Tropfen Wasser. Das heißt, in einem Jahr sind es 1580 Liter. Das müssen Sie erstmal nach Hause tragen. Und meistens hat es was mit Verkalkung zu tun. Deshalb hier unten einfach mal gucken, wie verkalkt das ist. Abschrauben. Dichtungsring weg und das Teil komplett einmal in Essigessenz werfen. 2-3 Stunden warten. Meistens sieht man auch schon nach einer Stunde was. Und dann wieder rausholen. So, eventuell einen neuen Dichtungsring drauf. So, und dann wieder reinschrauben. Einfach wieder draufdrehen. Festziehen und dann sollte das Problem mit dem tropfenden Wasserhahn erledigt sein. Nochmal probieren. Prima, hat geklappt. Tropfende Wasserhähne nerven und kosten Geld. Also tauschen Sie die Dichtungen aus und schon sparen Sie im Jahr über 10 Badewannen voll Wasser. Und für 3,16 Euro sollte auch eine Dichtung drin sein. 3,16 Euro. Alte Spülkästen verbrauchen deutlich zu viel Wasser. Auch auf dem stillen Örtchen wird eine Menge Wasser die Toilette heruntergespült. Und deshalb kann man hier natürlich besonders gut sparen. Dieser Spülkasten hat keine Stopptaste. Das heißt, immer wenn man hier drückt, laufen 9 Liter die Toilette herunter. Das kann man aber ändern, ganz einfach, mit einem Gewicht. So, da muss man erstmal den Kasten aufkriegen. Der ist auch ein bisschen schwer zu. So, jetzt geht's eigentlich ganz gut. So, und dann hängt man dieses Gewicht einfach in den Überlaufbehälter. Kann man da einfach einfallen lassen. So, hängt es dann drin. Und wenn man dann hier drückt, kleines Geschäft, großes Geschäft. Und so laufen dann entweder wahlweise 3 Liter durch oder aber 9 Liter.
Rüsten Sie Ihren alten Spülkasten einfach mit einem Gewicht nach. Übers Jahr gerechnet sparen Sie 6.570 Liter. Und für 13,14 Euro könnte sich Frau Mustermann auch mal eine Putzfrau leisten. Die kommen jetzt auch noch in die Spardose für Frau Mustermann. So. Ach, das sieht ja schon mal gut aus. Und dann wünsche ich ihr viel Spaß im Urlaub. Frau Mustermann und ihr unverhoffter Geldsegen. Über das Jahr gesehen hat sie allein in der Küche über 40 Euro eingespart. Im Badezimmer kommen noch mal über 80 Euro zusammen. Wassersparen zahlt sich aus. Pro Person spart man im Jahr 124,32 €. Was mache ich mit dem ganzen Geld? Also was Frau Mustermann mit dem Geld macht, weiß ich nicht, aber für 124 Euro kann man sich 32 kann man sich fast schon ein Wasserbett kaufen. Na, ich weiß nicht, ob man dafür ein Bett kriegt. Bei einer 10-köpfigen Familie sind das über 1200 Euro, also da sollte zumindest ein Wassereinzelbett drin sein. Naja gut, vielleicht ein gebrauchtes. Aber einem unserer Redakteure waren Joeys Wasserspartipps nicht genug. Und jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie Wassersparen extrem geht. Unser Redakteur Jürgen will nicht nur Wasser im Haushalt einsparen, sondern noch weitergehen und selber Wasser suchen, dieses sammeln und dann für schlechte Zeiten ansparen. Hierfür benötigt man nur eine handelsübliche Wasserkarte und schon kann's losgehen. Auf der Wasserkarte sind alle Wasservorkommen verzeichnet. Eine Quelle zu finden kann aber zeitintensiv werden, besonders wenn man wie Jürgen Probleme mit dem Kartenlesen hat. Aber es gibt ja noch andere Methoden, um unterirdische Quellen zum Sprudeln zu bringen. Zwar ist die Wünschelrutenmethode sehr umstritten, aber sie ist sehr alt. Schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts soll man angeblich mit Wünschelruten verborgene Dinge finden können. Mit beiden Händen umfasst man die Rute locker und wenn sie ausschlägt, so soll dies zum Beispiel auf eine Wasserader deuten. Wissenschaftlich ist diese Methode jedoch äußerst umstritten. Jürgen scheint jedoch etwas gefunden zu haben und beginnt nun mit der professionellen Bohrung. Wenn er hier auf Wasser stößt, so kann er bei Bedarf immer wieder etwas davon abzapfen. Jürgen scheint Glück gehabt zu haben und nimmt sich sein eigenes Wasser für zu Hause mit. Wenn Sie in der Nähe eines Flusses oder Sees wohnen, so ist es noch leichter, sich umsonst Wasser zu besorgen. Schließlich gibt es davon jede Menge. Gönnen Sie sich doch einfach bei der nächsten Mittagspause den kleinen Umweg und bedienen Sie sich großzügig mit einem mitgebrachten Gefäß. So kann man am Tag locker 1 bis 2 Liter nach Hause bringen. Für Sportler wie Jürgen gibt es aber noch ganz andere Möglichkeiten, Wasser einzusparen. Nehmen Sie einfach Ihren Ballermann-Trinkhelm mit zum Laufen und warten Sie den nächsten kleinen Schauer ab. So kann man beim Laufen das Regenwasser einfach einsammeln und bei Bedarf zum Trinken verwenden. So spart man überteuerte isotonische Durstlöscher, hat immer beide Hände frei und kann bei einer längeren Runde auch noch das gesammelte Wasser bequem mit nach Hause bringen. Der zusätzliche Einsatz von Schweißbändern sorgt für den optimalen Sparfaktor. Ein halber Liter ist so selbst für ungeübte Läufer locker drin. Vollkommen unterschätzt sind ganz natürliche menschliche Vorgänge. Typen wie Jürgen gehen mindestens 3-mal pro Tag auf die Toilette. Hartgesottene Sparer sollten diese wertvollen Ressourcen nutzen. Benutzen Sie einfach einen handelsüblichen Eimer und sammeln Sie über den Tag verteilt Ihren Urin. Sie werden staunen, wie viele Liter Flüssigkeit Sie so pro Tag kinderleicht mit nach Hause nehmen können. Und das Beste, da Sie die Spülung nicht betätigen müssen, sparen Sie gleich doppelt. Auch im Winter liegen ungeahnte Wasserreservoirs unbeachtet und lieblos an jeder Straßenecke rum. Geben Sie sich einen Ruck und bringen Sie Schnee und Eis einfach zu Ihnen in die warme Stube. Sie werden sehen, es lohnt sich und zahlt sich literweise für Sie aus. Auch Pfützen bestehen zu einem Großteil aus Wasser.
Besorgen Sie sich einfach eine handelsübliche 50 Milliliter Spritze, die Sie in jeder Apotheke erwerben können, und auf geht's. Nehmen Sie so viel Sie wollen. Schließlich braucht keiner, außer Kleinkindern, störende Pfützen. Natürlich hat das Wasser hier keine Trinkwasserqualität, aber Sie können das Ganze zu Hause mit ein paar einfachen Haushaltstricks für Sie benutzbar machen. Hierzu aber später mehr. Auch wenn Sie ein Auto besitzen, können Sie ordentlich Wasser einsparen. Gerade bei älteren Modellen, die Probleme mit der Lüftung haben, können Sie die so beschlagenen Scheiben zu Ihrem Vorteil nutzen. Mit einem handelsüblichen Schwamm putzen Sie zunächst die Scheibe sauber. Als nächstes öffnen Sie die Motorhaube Ihres Wagens und führen dann das in dem Schwamm gesammelte Kondenswasser wieder in den Kühler ein. Verwenden Sie das Wasser gleich da, wo Sie es brauchen, und unsere Umwelt wird es Ihnen danken. Auch bei Ihrem nächsten Strandurlaub gibt es Möglichkeiten, Wasser zu sparen. Lümmeln Sie diesmal doch nicht einfach nur faul am Strand herum, sondern seien Sie kreativ. Mit einem mitgebrachten Gefäß lässt sich an jedem Strand prima Wasser sammeln. Natürlich ist das in den meisten Fällen Salzwasser. Aber auch dies lässt sich zu Hause mit einfachen Mitteln wieder aufbereiten. Wenn Sie das so gesammelte Wasser durch den Zoll bekommen haben, ist es auch im kalten Deutschland einfach, Ihre Wasservorräte für den Hausgebrauch aufzubereiten. Als erstes benötigen Sie ein großes Gefäß, in das Sie das angesammelte Wasser einführen. Dann sollten Sie den Topf auf Ihren Herd stellen und die Flamme auf die höchste Stufe stellen. Es dauert etwas, bis der Schnee geschmolzen ist, aber Sie sollten hauptsächlich darauf achten, dass die Flüssigkeit zu kochen anfängt. Beim Kochen werden nämlich die ersten unverträglichen Keime abgetötet und so wird das Wasser langsam wieder brauchbar. Wenn Sie alle Proben zusammengeschüttet haben, sollten Sie eine ordentliche Menge von fast 10 Litern zusammen haben. Dann sorgt ein Trichter und ein handelsüblicher Kaffeefilter im nächsten Schritt dafür, dass grobe Verunreinigungen wie Kieselsteine, Blätter oder grobstolliges Gummi aus Ihrem so gesparten Wasser herausgefiltert werden. Jürgen wünscht Ihnen viel Spaß beim Nachmachen. Tja, so ganz so toll sind die Sparwasserideen oder Wasserspar-Ideen von Jürgen auch nicht, ne? Ach na ja, wenn man es abkocht, kann man es bestimmt auch trinken. Für Survival-Fans ist das die einzige Möglichkeit, an Wasser zu kommen. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, Ihr Haus so umzubauen, dass Sie fast gar kein Wasser mehr brauchen oder besser gesagt immer wieder das Gleiche verwenden. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Normalerweise fließen alle unsere Abwässer in die Kanalisation und können nur zum Teil wiederverwertet werden. Nicht so beim System der Intaqua AG. Hier wird der Wasserhaushalt in zwei autarke Kreisläufe aufgespaltet. Im sogenannten Schwarzwasserkreislauf landet das Abwasser nebst Fäkalien zunächst in einem Rüttelsieb. Hier werden die festen und flüssigen Bestandteile getrennt. Der grobe Schmutz wird herausgefiltert. Anschließend werden die festen Bestandteile kompostiert. Für das Abwasser geht die Reise weiter in einen Speicher. Aus dem Speicher fließt das Abwasser in die sogenannte Nährstofffällung. Dabei bleibt als Abfallprodukt Pflanzendünger zurück. Und weiter fließt's. Jetzt kommen die Bakterien ins Spiel. Sie zersetzen alles, was im Abwasser noch schädlich ist. Das Wasser ist jetzt wieder sauber, auch wenn es noch gelblich aussieht. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Es wird mit UV-Licht bestrahlt und entfärbt. Jetzt kann das Wasser wieder zum Spülen der Toiletten benutzt werden. Und der Kreislauf beginnt von vorn. Ein perfektes, in sich geschlossenes System, bei dem von außen kein Wasser zugeführt werden muss. Da spart man wirklich Geld und wertvolles Wasser. Beim Grauwasserkreislauf wird das Abwasser aus Spüle, Dusche und Waschbecken ebenfalls in einem Rüttelsieb in feste und flüssige Bestandteile getrennt. Die festen Bestandteile werden kompostiert. Nun wird das Abwasser mit Hilfe von Bakterien gereinigt und durch eine Membran gefiltert und gespeichert.
Dieses Wasser ist qualitativ bereits so gut, dass es zur Bewässerung des Gartens verwendet werden kann. Im nächsten Schritt wird das Wasser entsalzt, aber entsalztes Wasser können wir nicht trinken. Es würde unserem Körper Mineralien entziehen. Deshalb werden notwendige Elektrolyte wie Magnesium und Calcium hinzugefügt. Jetzt hat es Trinkwasserqualität. Mit diesem System kann verbrauchtes Wasser wieder zum Duschen, Waschen und Trinken genutzt werden. Wasserersparnis in einem städtischen Haushalt rund 90%. Tja, eigentlich eine super Idee, aber bis die sich komplett durchgesetzt hat, wird wohl noch eine Zeit vergehen. Jedenfalls länger als bis zu unserer nächsten Sendung. Ja. Die ist nämlich nächsten Sonntag schon auf RTL 2. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Welt der Wunder, schau dich schlau. Das Magazin, das den Rätseln des Alltags auf den Grund geht. Hier bei RTL 2. Jeden Tag begegnen wir unzähligen spannenden Geschichten. Wir erzählen sie Ihnen.